Arschlord, ich bin's. Der Tod kommt in vielen Facetten. Was soll das heißen? Wir müssen das Rätsel lösen, Connor zusammen ausschalten und unsere Unschuld beweisen. Und hey, danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Hey, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche, Cartmans Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Du kriegst das hin! Da! Schluss jetzt, dann hole ich den echten furzenden Selbstjustiz. Geht's vielleicht nächstes Mal? Die Stunde des Chaos steht bevor! Todesschrauber! Das ist der langweiligste Superheldenkampf ever! Langsam wird's kalt, sich zu ergeben! Da tut ja schon das Wortspiel weh! Noch ein Gegner am Boden, das ist noch vertretbar, oder? Oh Mann, hier geht's gleich chaosmäßig zur Sache! Chaos! Oh. Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Feind erledigt! Wir sind wie die Heuschrecken! Hättest du blocken sollen! Startklar! Zurück! Erwischt! Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Entfessel das Chaos! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Schwusch! Wohlbekommst! Danke! Jetzt gibt's maximales Chaos! Manchmal sind wir nur eine Unterlegscheibe vom Chaos entfernt. Du bist dran, Neuer! Wer hat hier den Abriss bestellt? Nimm das! Geilo! Wow, das war ein geiler Kampf, Leute! Freedom Pals, hier spricht Super Craig. Keine Spur von Cartman im Park. Und auch keine Spur von Cartman Raisins. Mosquito, mach keinen Scheiß, raus da! Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Läden. Welcher verkauft den Tod? Ein Klack für Captain Diabetes. Diabetes-Schmetterschlag. Ja! Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Geschafft! Bis dann!
Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Hey Süßi, krieg ich einen Kuss? Oh, du bist mal locker der schlimmste Mensch der ganzen Welt. Oh, gleich knallt es. Hau sie weg, Neuer. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Kein Fall. Mein Werkzeug ist bereit. Ja! Die gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Bestellt, ihr Süßen! Pew, pew. Ah. Gelasert, Mann! Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Hey, ihr Süßen, ich hoffe, ihr habt Spaß. Oder auch nicht, ist mir eigentlich egal. Für Chaos! Oh, Scheiße! Du schaffst das! Alter! Dass mir keiner an mein Werkzeug geht! Feuer frei! Leider muss man Laserbohrer alle 20 Minuten wieder aufladen. Laserbehandlung gefällig? Oh, gute Arbeit, Humankind! Wer hat hier eine Tracht Prügel bestellt? Nimm das, Süßi! Macht euch auf Schmerz gefasst! Die Zeit läuft, Lakai! Lo que quieras! Pero era mi turno! Trabajo es trabajo! Ich mag, wie du Chaos stiftest! Und los! Trotzdem noch Freunde? Ja, schätze schon. So toll, dass ihr da seid. Alles okay bei dir, Schätzchen? Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes. Das war wohl 1A Chaos. Todavía quiero mi green card. Sieg! Jimbos Gangs, du Spaß, der Waffenladen. Tut mir leid, ich folge nur Psychikern. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Ich folge nur Cyborgs. Das ist mein Ding. Tut mir leid, ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Oh oh, jetzt gibt's Drama. Oh, du bist ein Assassine? Machen wir eins. Geil! Ich und der Assassine am Chillen. Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. Oh, bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum daran, ein Selfie mit dir zu machen. Auf die Fresse! Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Lakaien, sammeln! Mach sie fertig, Saftsack!
Ich überlege mir eine Strategie. Oh, halt, der kleine Viertklässler jetzt. Mikroaggression. Schlag ihn. Oh. Ja. Wie schmeckt dir das? Ha. Und deswegen trägt man immer eine Schutzbrille. Ich bin jetzt dran. Voll machen. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Wer kommt als nächstes? Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Bam. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu. Nehmt uns. Sorry wegen des Zugs. Jetzt werden Schurken genagelt. Ach, wow. Zurück. Ah, wird wohl Zeit für eine Tetanusspritze. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Lass dich da von deinem Freund massieren. Starterlaubnis. Gleich herrscht Chaos. Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, Professor. Das bewundere ich. Lasst schwule Fische sein. Klar, dass du das nicht verstehst. Wie könntest du auch? Lasst schwule Fische sein. Die ganze Zeit dieselbe Frage, was wohl der schwule Fisch gerade macht. Das ist meine große Herausforderung. Die Last auf meinen Schultern. Ich muss den Leuten helfen, uns zu verstehen. Weißt du, was ich damit meine? Also ich... Du kannst es auch nicht verstehen. Du gehst noch von einem alten Modell aus. Ich bin ein Original. Die ganze Zeit kommen Künstler zu mir und fragen, schwuler Fisch, woher bekommst du deine Inspiration? Das ist der komplett falsche Ansatz. Die Inspiration hole ich mir nicht. Ich hatte sie schon immer. Ich bin aus dem Ei geschlüpft und war sofort ein schwuler Fisch. Ein Original vom ersten Tag. Einen schwulen Fisch kannst du nicht ändern. Der steckt in mir. Er ist überall um mich herum. Wie... Oder das Wasser. Nein, eher wie die Luft. Wir atmen ja schließlich Luft. Genau deswegen habe ich keine Angst vor dem nächsten Tag. Das Morgen macht mir keine solche Angst wie die... Ich habe keine Angst vor morgen. Ich freue mich sogar darauf. Nein, Bruder. Du hast nur Angst vor dem Unbekannten. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, auch morgen werde ich immer noch der scheiß schwule Fisch sein. Unverändert. Ich weiß nicht. Das hier ist irgendwie ein total sinnloses Gespräch. Heute habe ich meine Mama gesehen, wie sie auf dem Rücken eines Einhorns in Richtung Himmel geritten ist. Okay, sie ist an ein paar Säulen hängen geblieben. Wir alle ecken im Leben mal an. Aber nur die Mama vom schwulen Fisch eckt auf ihrem Ritt gen Himmel auf dem Rücken eines scheiß Einhorns an scheiß Säulen an. Als ich da oben war, habe ich keine andere Mama gesehen, die auf einem Einhorn in den Himmel galoppiert. Du etwa? Sicher nicht. So ein heißer Scheiß ist schließlich original schwuler Fisch. Kurzum, deshalb ist schwuler Fisch eben schwuler Fisch. Gut gesagt. Danke, Captain Eakula. Ich heiße Seemann. Jonanda! You dishonorable coward! Ich spüre Chaos im Anmarsch. Los, Wunderarsch! Beware the tiger in the grass. 닌자들은 막을 수 없어. Ninja. Vielleicht nächstes Mal. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Doppelschraube. Woody four. Auto!
Wenn du deinen Arsch nicht in Bewegung setzt, fahr ich dich über den Haufen! Okay! Zeit für die Laser! Yongi는 때릴 수 없지! Superkill Attack Power! Chaos kommt euch holen! Chaos! I am like mountain! Ja, machen wir sie platt! Ran an den Speck! Holzschlitzer! Ah, 진짜로 때리네! Gleich riecht's hier verbrannt! Kleiner Rückschlag! Super Ninja, Pump-up Junbi! Victory to the Swift! Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern! Ein super Sieg! Wow, wow! Das hast du wirklich drauf. Jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Danke schön. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Ich war gestern Abend im Hippo und hab meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Ich habe eine neue Lieferung bekommen. Greif zu! Wehr mich bald wieder! Gute Wahl. Umtausch ist aber ausgeschlossen. Du bist ein klasse Superheld. Man kann nie genug Survival-Equipment haben. Wehr mich bald wieder! Ach wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Verdammt, kannst du nicht einfach zu Hause Comics lesen wie ein normales Kind? Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel, deinetwegen stirbt noch mal jemand! Wuhu! Du bist nah dran, Neuer. Aber um mich zu finden, musst du noch ein Rätsel lösen. Ich bin ein Ort, wo Sitze an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln.
ich stelle dir unsere großzügigen Tarife fürs Datenvolumen vor. Gib die Schuld an den Netzbetreiber, nicht den Krebsmenschen! Willkommen zu deinem ersten Tag mit dem Mobile Kit! Los geht's, Neuer! Wie Krebs wecken, wie Menschen töten! Ich kann nicht kneifen! Mein Werkzeug ist bereit! Todesschrauber! Ich darf nie mit Netzwerkzeugen spielen. Bleib hier, Kunde. Ein Rabatt für dich. Pew, pew. Toolshed kann bei Bedarf gern noch eine Runde lasern. Der Elche ist tot. Mehr teilt mich jetzt ein. Er wollte mir den ganzen überschieben. Wo steht der Kunde? Los, Mundarsch! Wir sind im Arsch. Krebs kämpfen, alle Menschen töten! Und los geht's! Du bist tot! Ja! So geht's! Los, Mensch, freu dich unseren Vertragsbedingungen! Feind erledigt! Er ist Umsatz! Dann Eingeweide fressen! Kein Ausweichen nutzlos! Muahaha! Erinnert euch an diesen Tag, den Tag eures Todes! Für Chaos! Manchmal sind wir nur eine Unterlegscheibe vom Chaos entfernt. Echt gut gemacht! Ich hol mal mein Werkzeug raus! Hier für dich, Arschloch! Ja! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Na? Sorry wegen des Zugs! Schwusch! Pew, pew! Kylo! Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool! Wow, das war ein geiler Kampf, Leute! Dort, wo Sitze an Ketten baumeln, teils Wüste, teils Dschungel, Ort zum Taumeln. Was soll das sein? Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Gib die Schuld an den Netzbetreiber, nicht den Krebsmenschen! Gerechtigkeit von oben! Du kriegst das hin! Sie Krebs verkaufen, Menschen
versklaven! Oh, Leute, das Blutgespritze ist ja cool, aber mir wird flau im Magen. Darf ich dir ein gratis Becken anbieten, Kunde? Die Kunden missbrauchen Verkaufsgrenze! Meine Laser sind wieder komplett aufgeladen. Jetzt kann's losgehen! Piu, piu! Kinderspiel! Ich erkläre die Beschwerde für erledigt! Au! Du siehst mitgenommen aus. Macht euch auf Schmerz gefasst! Du bist dran, Neuer! Ordentlich zu. Start klar. Nimm das. Ja. Die gehören meinem Dad. Ich brauche sie also zurück. Den Zug hattest du eh nicht verdient. Der Wind der Gerechtigkeit. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Für alle die Mobile-Filialen. Ich hab noch mehr Chaos auf Lager. Du schaffst das! Hundearsch gibt ihnen Saures. Dann mal los! Zurück! Ha! Davon erholt man sich nicht so schnell. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Piu, piu! Den haben wir es gezeigt. Die Oberwelt gehört die Mobile. Hau sie weg, Neuer! Mwahaha! Sieg! Teils Wüste. In Wüsten gibt es immer Sand. An welchem Ort gibt es Sand und Sitze baumeln an Ketten? Chat ist da! Geschafft! Hier, Mietz, Mietz, komm, Mietzi! Wow! Oh, gleich knallt es! Mach sie fertig, Saftsack! Dich mach ich fertig, Pussy! Mikroaggression! Schlag ihn! Nächste Runde seid ihr fällig, Viertklässler! Wie schmeckt dir das? Oh. Baust du uns ein Baumhaus, wenn das hier vorbei ist? Für Viertklässler seid ihr echt zäh.
Schnacken. Sorry wegen des Zugs. Viertklässlerversohlen, geile Sache. Entschuldigung, ich muss in den Ballon pissen. Den soll ich quälen. Ich wähle dich. Ja! Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Fühlt den Zorn von Humankind! Ein Viertklässler mit einem Trach? Bra. Pew, pew. Au! Gelasert, Mann. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Chaos! Au! Das war wohl 1A Chaos. Du haust direkt voll auf die Kacke. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? An die Arbeit! Zurück! Erwischt! Ich bin jetzt dran. Ich bin drin? Okay. Hey, bleib lieber liegen! Jetzt bin ich wohl dran. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Das muss wehgetan haben. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Du bist fällig. Ja. Und deswegen trägt man immer eine Schutzbrille. Das Böse fürchtet die Kaltlaser! Pew, pew! Noch ein Gegner am Boden! Das ist noch... Ohne Chaos hätten wir es nicht geschafft! Am Spielplatz, du Trottel! Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen.